Moin Leute und herzlich willkommen zu Wimmelcoy. Heute der zweite Block bei Mike. Genau. Und heute gucken wir uns jetzt dein nächstes Spielzeug an, deine Innenhalterung. Jawohl. 2000 Liter. Wie lange hast du die schon? Die habe ich knapp anderthalb, zwei Jahre. Anderthalb, zwei Jahre. Also einen Winter hat sie schon durchgemacht. Ja, genau. Und wie bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Also ich habe immer ein bisschen Nitritprobleme, aber ist auch gut besetzt. Ja. Muss man einfach mal ein bisschen mehr aufpassen, aber alles handelbar. Hast du es auch nochmal umgebaut mittlerweile? Genau, ich hatte erst einen Fließfilter dran, jetzt habe ich einen Beatfilter dran, was deutlich entspannter und viel besser läuft durch die Meerbiologie. Mhm. Genau, bin so eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem Setup. Da würde ich sagen, ist ein bisschen eng, deswegen haben wir das Intro mal hier vorne gemacht. Genau. Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Bis gleich. So, deine Männerhöhle im Gartenhaus. Hier hast du ein 2 Kubikbecken, selbst gebaut mit Holzrahmen. Ja, genau. Und dann Folie rein. Genau, das habe ich mir, die Folie habe ich mir schweißen lassen. Den Rest habe ich alles selber gebaut mit der Isolierung. Ja, schön gedämmt mit Dickstyrolor, ne? Genau, also das kann man im Winter auch super betreiben. Mhm. Hier hast du dir aufgrund meines Anratens, hast du informiert, so sind wir überhaupt in Kontakt gekommen. Ja, ne? Genau. Durch die Lampe. Hast du hier eine Flexbeam rübergepackt und du sagst, das von der Lichtausbeute ist enorm, ne? Deutlich, deutlich. Sonst, ich hatte da so eine Aquariumlampe dran und jetzt sieht man ja richtig, dass die Fische einen Schatten werfen und das war vorher auch gar nicht. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was siehst du hier jetzt schön groß? Hast du gehört von Schwarzhaftigkeu? Ja, genau. Das sieht nach einem Nanashi von Schwarzhaftigkeu aus. Genau, da ist noch ein Ginrin Chagoi und genau, da kommt er gerade. Und ein Ginrin Karashi drin von Schwarzhaftigkeu. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Wie klein hast du gekauft? Mit 24 cm. Also ganz am Anfang der Saison praktisch. Ja, genau. Direkt, wo die quasi auf der Homepage kam, habe ich gesagt, da schlage ich sofort zu, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Und bin wirklich sehr zufrieden. Und als nächstes hast du dann noch ein paar Gurken von KGB drin. Jawohl, genau. Mal ein bisschen was Besonderes. Bisschen Glitzer. Hast du letztes Jahr schon einen gehabt, hast gesagt, die gehen erstmal wie Ballons auf ins Volumen. Und dann am Ende kommt die Länge, ne? Genau. Das Problem ist, glaube ich, hierbei, weil ich halt auch Karashis drin habe, die wollen natürlich gerne fressen, die Gurken wollen auch gerne fressen, aber die Gurken können das, glaube ich, nicht ganz so gut in Länge umsetzen. Die werden wirklich erst fett und dann gehen die in eine Länge. Aber, ja, sehen echt schon aus wie kleine Ballons. Ja. Schon echt witzig. Aber man sieht doch auch so, dass das Wasser relativ klar ist. Guter Besatz ist trotzdem ordentlich für 2 Kubik. Ja, auf jeden Fall. Du sagst ja auch hier den Karashi, der schwimmt nur noch drin, wo er noch nicht losgeworden ist. Genau. Du hast 2 Stück davon gehabt, ne? Genau, genau. Der soll raus, schnellstmöglich, damit sich das alles wieder ein bisschen normalisiert hier drin. Mhm. Zudem die Schwarzachtal-Jungs die, oder Mädels, die wachsen wie bescheuert. Also da muss man echt aufpassen, bevor man in den Winter geht, dass man da genug Platz vorrätig hat, dass die auch wachsen können über den Winter. Und das war praktisch die Kleinen, das waren die kleine Klasse, die Einstiegsklasse praktisch. Genau. Und wachsen trotzdem wie Schmitz Katze, sagst du. Genau. Wirklich super. Ja, richtig gut. Setup überschaubar, Fütterung. Dann haben wir hier einen Beatfilter. EB60 ist das, ne? Genau. Voll isoliert. Und anschließend vom Beatfilter gehst du hier in eine, kann ich hochheben oder fällt alles auseinander? Nee. Dann hast du hier eine Kamera Moving Bed. Man sieht auch, wie hier das Filtermaterial schon deutlich beanspruchter ist als in deinem Teich. Auf jeden Fall. Also hier muss es wirklich ackern. Das ist 13er Helix oder was ist 12er Ja, Helix? Genau, 13er ist das. Hier muss es richtig ackern, gut belüftet. Man sieht auch, es ist ordentlich Druck drin und dann geht es per Staudruck dann zurück in den Teich. Genau, ich habe hier auch in dem Biobehälter geht das nochmal über die Wärmepumpe und wird somit quasi das Wasser doppelt, geht das durch den Biobehälter, damit ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Nitrit rauskriege. Also hast du dann praktisch hier hinterm, hast dann praktisch am, hier in, im Biofilter hast noch eine Pumpe stehen. Genau, da steht eine Pumpe, die drückt es raus, hier kommt es dann wieder rein, dass man nochmal das Wasser doppelt filtert biologisch, damit es einfach noch ein bisschen besser wird. Und dann bist du hier letzten Winter auch gut mit durchgefahren mit der Wärmepumpe. Super, ne? Immer so 25, 26 Grad und problemlos. Ja. Belüftet wie Teufel, musste auch bei 25, 26 Grad, sonst wird es knapp. Aber die Ergebnisse sprechen für sich, selbst die Einstiegsklasse ist jetzt hier schon auf guten 45 cm. Also das war die letzte Messung und die ist jetzt auch schon knapp einen Monat her, also ich denke, die werden die 50 schon bald haben. Also die wachsen wirklich sehr, sehr gut. Und das war die 69 oder 99 Euro Klasse? 99 ist es, genau. Ja, richtig gut, hört sich an.
auch die 99 Euro Klasse wächst wie Teufel. Richtig schöner Genrin Karashi. Du hast doch hier gerade die Salatschüssel drauf, weil ja, die Gurken am Anfang zu klein waren. Ja, ne? Genau, die habe ich mit knapp 18 cm bekommen und da hatte ich echt Schiss, dass sie mir durch den Bodenablauf gehen. Also mittlerweile schaffen sie das, glaube ich, nicht mehr. Kannst ich denke, ich werde ihn runternehmen können, aber ich bin da lieber einmal ein bisschen vorsichtiger, bevor ich dann hinterher da Stress mit habe. Sehen schick aus, die Gurken. Das Einzige, was ich nicht mag an den Gurken, ist, wenn sie die Schuppen tauschen. Aber die sehen aus, als wenn du gerade bei Apokalypse Now warst. Das ist wirklich leider ein Riesenproblem. Das ist kein Problem, das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Aber wenn man die Fischart nicht kennt, dann muss man echt, da muss man sich dran gewöhnen. Das schluckst du erstmal, ne? Ja, genau. Ich hatte damals einen gekauft gehabt, letztes Jahr. Und hat er den auch in die Inhaltung gesetzt, auch ein Ginrin. Und nach einer Woche hatte der nicht eine Ginrin-Schuppe mehr. Der war komplett nackt. Ich habe gedacht, oh nein. Aber alle, die es nicht wissen, die Big Scale hier, die Gurken von KGB, genau, dass die die Schuppen einmal im Laufe des Lebens ein paar Mal abschmeißen, bis sie dann letztendlich die finale Version haben. Und dann lösen die sich einfach ab und dann siehst, guckst du auf die blanke Haut und denkst, was ist hier denn los? Ja. Wenn man es nicht kennt, dann guckt man da ganz geschockt. Aber die wachsen dann einfach nach und sehen dann, wenn sie komplett ausgebildet, natürlich wunderschön aus. Araguca, mir fiel der Name gerade. Ja, genau, Araguca heißen. Mir fiel der Name, ich habe die ganze Zeit überlegt, Mann, ich sage immer Gurken. Ja, die Anja, die sagt auch immer Gurken. Aber mir fiel der Name gerade nicht ein, Araguca, jetzt habe ich's. Ja, Beleuchtung ist sehr intensiv, wie man gerade schon sieht am Karashi. Also hier kommt jetzt ordentlich Licht rein, was den Fischen natürlich zugute kommt. Ja. Klein, aber fein. Die 2 Kubikbecken hast du jetzt mit EB60 und Bioturm einigermaßen gut aufgestellt, auch für den Besatz. Das haut hin, so ein Weedfilter, wenn der erstmal richtig läuft, dann arbeitet der richtig was weg. UVC, alles schön isoliert, damit es auch im Winter durchlaufen kann. Doppelsteckabdeckung drauf. Redundante Belüftung, alles einzeln verschaltet, extra abgesichert. Genauso gehört sich das. Aber du sagst, du hast ein paar Nitrivstoren, deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal zum Abschluss die Wasserwerte an. Bis gleich. Die Wasserwerte. Ein pH bei 7,2, ein Sauerstoff bei 7,8, was ungefähr 93-94% entspricht. Wir haben nicht nachweisbares Ammonium und Nitrit von kleiner 0,05. Also, auch bei Mikes Innenhäderung ist alles im grünen Bereich. Wasserwerte top. Sauerstoff ist in Ordnung, Nitrit ist völlig okay, also der Umstieg auf Beetfilter hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Setup kannst du so weiterfahren, den Fischen geht's gut. Für den Karashi wird es langsam ein bisschen zu klein, der muss bald mal raus, aber zu aller Not tut er sich auch im Teich gut. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das war die Innenhäderung von Mike. 2 Kubik mit vernünftigem Filter-Setup. Ein System, was funktioniert und läuft. Und mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich auch. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Wenn auch ihr eure Innenhäderungen im Blog sehen wollt, zögert nicht und schreibt mir eine E-Mail an wimmel-koi@gmx.de.